So, und es schneit, es schneit, es schneit in Inkopolis, im Splatoon City, jawohl. Ich schaue mich hier mal gerade ein bisschen um. Wir haben jetzt Splatfest, also es war Splatfest, aber das ist ja jetzt die Aufzeichnung aus Splatville. Und seht euch das mal an, also wenn man da so ranzoomen kann und sich da so ein bisschen umgucken kann, in der Umgebung, das finde ich schon richtig, richtig toll. Und dies ist diese sogenannte, oder das war die Frosty Season. Das heißt, in Inkopolis stehen Schneemänner oder Schneefrauen oder Schnee... Ja, ich weiß nicht, wie man Schneemann noch gendern soll. Ich sag Schneemann. Und auch hier auf der Treppe sind auch hier und auf dem Boden sind ganz tolle Sachen drauf gemalt. Und vor allem, es schneit. Es schneit und ist Splatfest. Ist das nicht schön? Es ist wie Weihnachten. Und hey, in 11 Monaten kommt ja schon wieder das Christkind. Also es ist gar nicht mehr so lang. Oder Santa Claus oder wer, wo immer ihr auch gerade seid und was ihr auch gerade glaubt. Ich mache hier gerade ein paar Fotos. Die man übrigens jetzt nur noch auf Facebook hochladen kann. Also X wird wahrscheinlich auch gehen, aber das nutze ich ja nicht. Das habe ich ja schon mal erklärt. Und dann muss ich das eben von Facebook dann mühselig runterladen und dann für die weitere Verarbeitung, für Thumbnails und so weiter. Übrigens habe ich, was Splatoon-Fotos und Bilder angeht, habe ich das schon ein bisschen schleifen lassen. Weil ich habe das immer eigentlich ganz gerne getrennt gehabt, aber ich werde auch die Splatoon-Fotos dann wieder auf meinem Instagram-Kanal hochladen. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, oh, wie erreicht man Kips Sachen, einfach auf planetbarb.space vorbeigucken oder kipsuanova.de. Das sind dann irgendwie weiterführende Links oder halt unter jedem Video. Und jetzt guckt euch das mal an. Die Frosty Season, sie macht auch die Tinte anders. Guckt euch das mal an. Also gut, es ist ja Splatfest. Und da ist die Tinte ja eh so ein bisschen anders, ne? Sie leuchtet dann so schön und so. Aber wir splatten hier mit... Ja, was ist das? Gefrorene Tinte oder Schneetinte? Auf jeden Fall... Oder so Glitzer. Es ist so glitterig. Bang. Ja, es ist so glitterig. Es ist richtig cool. Richtig schön. Und los geht's. In den ersten Kampf in diesem neuen Splatfest im Jahr 2024 im Team Freunde. Alles blau diesmal. Blau gilt ja auch als die Farbe der Kälte und wir haben hier gefühlt gerade -2 oder -1 Grad und richtig dick Schnee und hätten wir für Weihnachten gebraucht, aber hey, was soll's. Jetzt ist es eben soweit, es ist eben Winter und es geht los und es ein Färben ist hier richtig, läuft hier schon mal richtig gut. Die Zahl rattert richtig schnell hoch, genauso mag ich es. Jetzt habe ich die Klecksbombe natürlich da platziert, wo man sie am wenigsten brauchen kann. Ja, es ist so, bei Splatoon muss es schnell gehen. Man muss schnell feuern, man muss schnell ausweichen und zack, wenn man nicht weggesplattet werden möchte. Aber was soll's. Übrigens auch interessant hier, eine kalte Farbe gegen eine warme Farbe. Also Orange ist ja eine warme Farbe, Blau eine kalte Farbe. Halt wegen dem Kontrast. Ne? So. Oh je, da macht schon wieder jemand eine Coolkugel bereit. Ah, und warum immer auf mich? Warum immer auf mich? So, wir stoßen hier vor. Ah, das Orange ist auch sehr schön. Das erinnert mich ein bisschen an Orangensaft oder so. Das Innere von... Das flüssige Innere von Nim 2. Da fällt mir ein, ich habe schon eine Ewigkeit keine Nim 2 mehr gegessen. Sag mal dazu gegessen oder gelutscht? Keine Ahnung. Also Nim 2 konsumiert. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, seid ihr im Team Zitrone oder Orange? Ich mag ja beides. Früher habe ich eher eher Orange gefeiert, dann wieder die Zitrone. Jetzt gibt es ja auch von Nim 2 schon etliche andere Sorten und Lachgummis und schlag mich tot, aber ich bin so ein puristischer Fan. Ich mag eben das Ursprüngliche und die ursprünglichen Nim 2, sowie auch die ursprünglichen Gummibärchen oder Goldbärchen heißen sie auch. Und so diese ganzen Abwandlungen, da bin ich nicht, ja, kann man haben, aber muss man nicht haben. Aber es ist egal, wir sind hier bei Splatoon und das Thema ist ja nicht Süßigkeiten.
sondern mit wem verbringt man die Feiertage am liebsten. Und wie gesagt, für mich ist Familie das Wichtigste. Aber es kommt natürlich darauf an, was man macht. Also an Weihnachten, es gibt ja den Heiligabend, dann die Weihnachtsfeiertage, dann gibt es die Tage zwischen Weihnachten und Silvester und so weiter und so fort. Neujahr ist ja auch ein Feiertag und Festtag. Da gibt es dann Tage, die verbringt man dann lieber mit Freunden, andere mit Familie. Dann ist man auch wieder mal ganz gern alleine. Aber alleine ist bei mir eben auf Platz, also auf dem letzten Platz, weil an Festtagen möchte ich eigentlich nie alleine sein. So, es sieht sehr schlecht aus. Ja, es sieht sehr schlecht aus. Sie sind überall. Letzten 7 Sekunden. Ich glaube nicht, ob wir da. Ich glaube nicht, dass wir das da rumreißen können. Ach du Schande. Nicht mal die 1000 Klecks-Punkte geschafft. Aber was soll's. Ja. Wie gesagt, dabei. Und die Animation hakt auch. Dabei sein ist alles, ihr wisst ja Bescheid. Übrigens, was mir auffällt, es kann sein, dass ich mich irre, aber man sieht auffällig viele weibliche Inkling- und Octoling-Characters. Ich glaube auch, also soviel ich weiß, gibt es ja auch Männer und Jungs, die aber weibliche Charaktere spielen und umgekehrt. Also man kann sich einen Charakter aussuchen. Übrigens haben wir auch die Splatoon-Characters, die haben ja gar kein Geschlecht mehr im eigentlichen Sinne, sondern man kann sich am Anfang ja nur noch das Aussehen aussuchen und dann so aussehen, wie man will. Und es steht dann nicht mehr, ob man jetzt ein Junge oder ein Mädchen sein möchte. Weil es gibt ja auch, die sagen, ich bin neutral oder ich bin das oder sell oder hischt oder hot oder jenes. Aber die meisten sehen weiblich aus. Das ist schon irgendwie auffällig. Entweder es gibt sehr viele Mädels, wo das spielen, also dass hauptsächlich Frauen und Mädchen Splatoon spielen, oder viele wollen weibliche Charaktere haben. Das ist so ein bisschen komisch, ne? Also, was heißt komisch? Nicht komisch, auffällig. Also, es fällt mir irgendwie auf. So, gemütlich im Café. Hier geht's sehr gemütlich zu. Schade, dass man hier keinen Kaffee trinken kann. Auch diese Spielautomaten und was das ist, da kann man gar nichts machen, glaube ich. So, der Kampf beginnt. Auf in die zweite Runde. Kashi, oder wie heißt? Über mir. Big Mama. Ja, die Big Mama. Das erinnert mich an diese Filme Big Mamas Haus, wo ein Polizist sich als Frau verkleidet und undercover ist, oder wie das geht. Keine Ahnung. Wie komme ich da drauf? So, zweite Runde. Splatoon. Splatfest. Das erste im Jahr 2024. Und guckt euch mal den Himmel an hier im Hintergrund. Wunderschönes Feuerwerk. Erinnert mich ein bisschen an das Feuerwerk vom Japan-Tag, wo ich letztes Jahr war in Düsseldorf. Dieses Jahr werde ich ja höchstwahrscheinlich die, oder was heißt höchstwahrscheinlich? Ich würde gerne die Animagic mal besuchen. Die Animagic, die Manga- und Anime-Messe oder Convention. Das ist eine Convention oder Messe, ich sag mal Messe. Und für die habe ich früher immer ziemlich weit fahren müssen. Die waren nämlich immer in Koblenz. Und jetzt ist sie praktisch bei mir um die Ecke. Ja, gut, wenn man jetzt ein bisschen googelt, weiß man es. Aber wie gesagt, das Land ist ja groß. Und ich würde tendieren, auf die Animagic zu gehen. Da wollte ich schon immer mal hin. Ich habe jetzt nicht spezielle, ich bin jetzt schon ewig lang kein Manga- und Anime-Superfan mehr. Also das war früher viel, viel stärker. Aber Splatoon hat ja auch Mangas und man kann Splatoon ruhig auch in dieses Genre mit einrechnen. Und keine Ahnung, also der große Traum von uns allen, einen Splatoon-Anime oder sogar einen Film, das wäre ja mal wirklich was. Ich hoffe, es wird nicht so versemmelt, wie es immer bei Dragon Ball und bei den anderen Versuchen waren, ein Manga oder ein Spiel als, na komm, na, jetzt hast du mich, oder ein Manga oder ein Spiel als Anime umzusetzen oder sogar als Realfilm. Ich weiß, zum Beispiel dieser One Piece Realfilm, oder ist das eine Serie? Ist das ein Film oder eine Serie? Ich weiß gar nicht.
Es soll gar nicht so schlecht sein oder gar nicht so schlecht, so erfolglos sein. Aber mich persönlich würde das jetzt gar nicht ansprechen. Also ich finde zum Beispiel, der Schauspieler, wo Ruffy spielt, sieht Ruffy gar nicht ähnlich. Also ist nicht das, was ich mir unter einem Ruffy vorstelle. Aber das ist nur meine Meinung. Ich bin jetzt auch nicht so der One Piece Super Freak Fan. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. Da fand ich die Umsetzung von Dragon Ball besser. Beide ja mega, mega schlecht war. Also dieser eine Dragon Ball Film. Aber das muss ja mit Splatoon nicht sein. Splatoon würde sich eher als gezeichneter Anime besser, weil Realfilm stelle ich mir jetzt ein bisschen schwierig vor. Aber so ein Anime-Film, One Piece, Splatoon, wäre schon cool. Am liebsten die direkte Umsetzung vom Manga. So, wir sind in der zweiten Runde und jawohl, es hat zum Sieg gereicht. 1:0 für Team Blau. Und die coole Kipppose mit den Sonic-Schuhen. Richtig nice. Und wir sehen bei dem, bei dieser Ghetto-Faust, bei dieser Handfaustgruß, gibt es auch Glitter. Ist auch so ein kleines Frosty-Game Update-Dings. Ja. So. Oh, das war verdammt knapp. 49%, 46%. Heieiei, das war ganz schön knapp. So. Und jetzt, wenn ich hier so in der Lobby bin, mache ich immer irgendwie etwas anderes. Also ich bin nicht immer nur damit beschäftigt, jetzt hier alles einzusplatten. Manchmal probiere ich einfach auch irgendwelche Waffen aus oder mache irgendwelche Muster auf dem Boden. Oder ich lade eben einfach meine Ulti-Waffe auf, um die mir mal anzugucken, weil im Spiel selbst hat man ja nicht oft so die Gelegenheit, die Ulti-Waffe dann auch richtig ästhetisch in Szene zu setzen, sondern da heißt es eben schnell reagieren. Der Krabbenpanzer ist eben eine Distanzwaffe, also wenn jemand direkt vor dir steht, oder am schlechtesten ist dann immer noch hinter dir, dann wirst du vom Krabbenpanzer runtergeschossen. Also den Krabbenpanzer selber kann man nicht abschießen, glaube ich, aber man kann den Spieler einfach runterschießen. Das gelingt den anderen bei mir sehr oft. Mir gelingt es sehr, sehr selten. Auch beim Highhammer. Ganz selten, dass ich da mal dagegen ankomme und wenn ich ihn selber dann habe, dann werd ich runtergeschossen. Naja, egal, was soll's. Wie gesagt, Splatoon dabei sein ist alles. Ihr kennt das Credo und wir gönnen natürlich auch den Gegnern den Sieg. Solange es nicht enorm total frustrierend ist, aber man sieht, dass welche mit Absicht, das hat es ja auch schon gegeben, dass Leute mit Absicht, also die kannten sich und haben sich da nicht gegenseitig abgeschossen oder haben nur rumgesquidet. Die Squid Party, ich weiß nicht, ob das noch jemandem was sagt, das Feuerwerk, ob das noch jemandem was sagt, das ist, ja, und rausgeflogen, weil ein oder mehrere Spieler den Kampf kurz nach Kampfbeginn verlassen haben. Da gibt es anscheinend ein Zeitlimit, weil, wie gesagt, wir haben auch schon zu zweit oder sogar schon alleine bis zum Ende spielen müssen. Ich glaube, das Spiel wird dann nicht mehr abgebrochen. Das ist dann auch ein bisschen unfair. Aber gut, was soll's. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Wo war ich gerade? Ich hab's vergessen. Guck ich mir mal die Spinde an. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich schon gesagt, der Spind hat sich vergrößert und ich will unbedingt dann was an meinem Spind machen. Wieder was einkaufen oder was reinkleben, reinstellen. Ja. Auch die Namen sind nicht mehr sichtbar bei den Spinden. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob das, wenn man vielleicht in der Kampfsituation ist, dass dann die Namen nicht sichtbar sind. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist aus Datenschutzgründen entfernt worden. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal gesagt. Ihr könnt mir mal, wenn ihr jemand... Oh, da hat jemand eine Figur von der Osterinsel. Ja, warum nicht? Ich meine, warum nicht? So, oh, Pixel ist in unserem Team. Pixel, ein sehr interessanter Film. Pixels, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt. Mit Adam Sandler und... Oh,
wie heißt er nochmal? Der King of Queens. Ja, ist ja wurscht. Ein sehr interessanter, lustiger Film, aber driftet nicht ins Blödeln ab, sondern hat wirklich eine interessante Pointe. Unbedingt angucken. Pixels. So. Der Krabbenpanzer ist wieder in Aktion. Irgendwie. Habe ich den jetzt noch gekriegt? Nee. Nee, ich habe nicht. Ah, nee. Das plättert da immer noch rum. Jetzt. Natürlich. Endlich. So. Cool. Cool Bombe. Ankoolen. Anfeuern. Und dann ab durch den. Oh, nee. Das war jetzt unfair. Ah, haha. Drehtintenschock. Was, es gibt einen Tintenschock wieder als Multiwaffe? Oh, das ist cool. Den hatte ich ja in Splatoon 2 sehr, sehr oft eingesetzt. Das ist eine sehr effektive Ultiwaffe als Nahkampfwaffe, wenn man wirklich umzingelt ist oder wenn wirklich viele Gegner um dich rum sind. Bin ich auch schon während dem Hochspringen schon abgeschossen? Ja, das ist ungefähr so, wie wenn man kurz bevor man niesen will oder niesen kann, dann plötzlich das Niesen vermasselt wird. Weil jemand dann reinruft, Gesundheit! Das hasse ich ganz besonders. Ja, das tut weh. Und das hat mich immer daran ein bisschen erinnert. Man will den Tintenschock auslösen und plötzlich, zack, wird man weggesplattet. Es gibt andere Ulti-Waffen, da kann man nicht weggesplattet werden. Zum Beispiel, ich glaube, bei der Kultbombe, wenn man dabei ist, die aufzuladen und zu werfen, dann ist man auch irgendwo safe, glaube ich. Und wie gesagt, beim Krabbenpanzer, ist man bedingt safe, aber man kann von hinten runtergeschossen werden. So, es sieht wieder sehr schlecht aus. Ich bin mal gespannt, ob ich wenigstens 1000 Punkte erreiche. So, eine kurze Unterbrechung war das. Nicht, dass jemand denkt, oh, der Kipp, der mogelt hier und schneidet hier zusammen, aber es liegt an den Videoaufnahmen. Also, weil man auf der Switch nur eine begrenzte Aufnahmezahl hat. Also wenn man jetzt angenommen eine Stunde lang spielt und dann ist die Aufnahme, das Video nicht eine Stunde groß, sondern es wird dann aufgeteilt, wie man jeweils 18 Minuten Videos. Ich weiß nicht, warum das so ist. Keine Ahnung, vielleicht wenn etwas schief geht, dass dann nicht alles weg ist oder ich weiß es nicht. Es hat irgendeinen technischen Grund. Ist auch egal. 18 Minuten sind schon eine lange Zeit. Oder sind es 18 Minuten? Oder ein bisschen weniger? Ist auch egal. Ihr wisst, was ich meine. Habe ich, glaube ich, auch schon erklärt. Ich werde übrigens auch nicht alle Spiele, wo ich jetzt gespielt habe, hier in Videos packen. Sondern ich gucke, dass ich immer so Highlights mache oder alles jetzt in ein Video reinpacken, sondern dass die Highlights waren. Es waren jetzt zum Beispiel auch 10 und sogar 100er Kämpfe dabei. Ich weiß gar nicht, wo die alle sind. Ich gucke einfach. Ich mache Videos und werde es kommentieren und euch zeigen. Ja, hier sieht man mal wieder, wie die Gegner triumphal dastehen. Juhu, gewonnen. Ja, schön. Naja, es soll ihnen gegönnt sein. Ich weiß gar nicht, was das für ein Team überhaupt war. War das jetzt das Team Familie? Oder das Team Einzelkämpfer? Was waren denn nochmal Horror? Nee, Einzelkämpfer war dieses ganz hell, dieses Pastell orange-gelb, oder? Es wird hier, glaube ich, dann auch eingeblendet wieder. Ich wechsle mal die Waffe, die Airbrush MG. Vielleicht kann ich damit ein bisschen mehr was Einfärbtechnisches auch reißen, weil, wie gesagt, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, aber lasst euch sagen, nicht das Wegkillen, das wahllose oder das blinde Wegkillen von Gegnern bringt Punkte, sondern letztendlich die eingefärbte Bleche. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Naja, egal. Mir wird es gleich wieder einfallen. So. Ich färbe hier nur megamäßig ein, weil ich den Highhammer. Ich habe jetzt den Highhammer als Ulti-Waffe. Man sieht übrigens auch die anderen Spieler dann hier in der Lobby so als Geister rumstehen. Also als Geister in Anführungszeichen. Hab schon erlebt, dass mir manche dann da gefolgt sind und dann so ein bisschen auch rumgehüpft sind. So wie ich. Ja, yes. Interessant.
Was mir nicht so gut gefällt bei dieser Waffe, das ist die Sekundärwaffe. Da wirft man nur so einen langweiligen Farbbeutel, der kaum irgendwie was bringt. Statt so eine Klecksbombe oder so, wo halt im Idealfall dann ein Gegner wegsplattet. Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube, das verbraucht da auch viel Tinte oder genauso viel Tinte. Oder legt so eine Tintenspur. Dann so, ist egal. So, die nächste Runde. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, war da was eingeblendet? Welches Team das war? Ich glaube, es ist das Team Familie. Und dieses Pastell, Orange, Gelb ist dann ist Team Einzelkämpfer. Da haben sie die Farben so ein bisschen ähnlich gemacht, dass man es nicht so auseinanderhalten kann. Ich weiß nicht, warum sie es nicht einfach grün gemacht haben oder knallgelb oder so, dass der Kontrast ein bisschen stärker ist. Aber vielleicht sieht man das dann im Spielen dann eher oder keine Ahnung. So, den Jimmy habe ich erledigt, aber ich wurde auch erledigt. Von Jimmy? Hä? Wer hat denn das gemacht? Jimmy wurde erst erledigt und dann hat er mich noch erledigt. Ah, die Coolbombe. Die Coolbombe. Er hat die Coolbombe geworfen, dann habe ich ihn erledigt und die Coolbombe hat mich getroffen. Ah, okay. Alles klar, Chef. So, zack, zack. Und Jimmy schon wieder. Und wir haben uns wieder gegenseitig weggesplattet. Und er hat auch Airbrush-MG. Das ist ja... Der Jimmy, ist das der Kip aus dem Spiegeluniversum? Übrigens, apropos Kip. Kip ist anscheinend... Ja... nicht ganz unbeliebter Name für Gamer. Also ich habe jetzt schon zwei Kips, andere Kips gesehen. Und zwar einen Kip, den ich sehr lange auf Twitter verfolgt habe. Ich weiß nicht, ob er jetzt bei Blue Sky oder bei Threads ist. Den habe ich jetzt aus den Augen verloren als ein Splatoon-Gamer, der sich auch einfach Kip nennt. Und auch eine Zeit lang Kip Dice sich nannte, warum auch immer, also Kip stirbt. Und ich habe auch neulich bei Clash Royale auch gegen einen Kip gespielt. Also Kip, es ist ja in Anführungszeichen normaler Name. Also es ist jetzt kein Fantasy-Name wie jetzt Monkey D. Ruffy oder so. Ja, also wie gesagt, ich mag diesen Namen richtig toll. So, ein Doppelkill, jawohl, und Jimmy ist auch dabei. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt kein Kill-Fan, aber, also Tipp-Killer, aber es gibt schon ein gutes Gefühl, wenn man so etwas geschafft hat, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir sind wieder in der letzten Minute, meine Lieblingsmusik läuft, Now or Never. Ich muss an dieser Stelle noch sagen, Splatoon ist wunderschön, es ist ein wunderschönes Spiel. Das kann ich nicht oft genug sagen. Es ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Die Farben, kräftige Farben, coole Charaktere, so eine Mischung aus cool und gut. Also wirklich ganz toll. Und auch Frosty Event, da haben sie sich also wirklich was einfallen lassen. Wirklich Kompliment. So, ich glaube aber, ja. Das ist ein Lose. Schade. So. Ein Lose. Ja. Die Moves, die da machen, die sind auch richtig cool. Es ist übrigens so, wenn man ein Emote, also so ein Move, sich bewusst ausgesucht hat aus dem Katalog, dann macht man nur den und ohne Waffe. Ansonsten gibt es dann noch diese speziellen Moves, die man nur mit seiner Waffe dann macht. Finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Will ich jetzt nur so als Hintergrundwissen mal anmerken. So, das kann man mit den Farbbeuteln machen. Eine Linie ziehen. Und jetzt seht ihr auch, was ich in meiner Freizeit mache. Ich male ja sehr gern. Und ich versuche hier sowas wie ein Dreieck hinzukriegen. Ja, nicht schlecht. Oder ein Baseballfeld. Sieht aus wie so ein Baseballfeld. Oder? Keine Ahnung. So. Ich würde sagen, eine Runde noch. Dann
gucke ich, dass ich dann den Rest in eines der nächsten Videos packe. Also es wird jetzt doch nicht eine Splatfest-Priologie, sondern ich werde die Spiele und Spiel-Highlights, die Spiele als Highlights-Videos natürlich mit mehreren Videos machen. Ich habe das ja in der Vergangenheit immer als Livestream dann gemacht, dass ich einfach alle Spiele gezeigt habe, die ich gespielt habe und aufgezeichnet habe. Aber ich weiß nicht, ob das so interessant ist. Ich bin der Meinung, ein Livestream ist nur dann interessant, wenn auch wirklich live gespielt wird und nicht einfach irgendwie auf dem Server abgespielt wird. Und wenn es eben halt... Na toll, da hat der Highhammer jetzt wirklich was gebracht. Weil wenn es dann rum ist, dann ist es auch nicht mehr so interessant. Auch Big Bang und Subway sind weg. Und auch Grill. Was, das sind schon 3 Kills hintereinander? Wow! Und Subway? Aber bitte mit Teriyaki. Subway, ne? Ja. Es sieht gut aus für Blau. Wie gesagt, ich würde sehr gerne mal wirklich Splatoon live streamen und live spielen. Aber auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole mit der Technik, funktioniert das irgendwie bei mir nicht. Ich glaube, es fehlt einfach nur ein Kabel oder ein simpler Anschluss. Nein, ich habe es nicht geschafft. Ein simpler Anschluss, damit, weil es liegt nicht am Computer, es liegt am Monitor, um das irgendwie zu koppeln. Aber ja, gut. Wie gesagt, ich mache nicht so viel live, sondern spiel offline und spiel und zeichne es auf und mache es dann schön als Videos. Apropos, wenn wir schon dabei sind und apropos Videos und live, ich habe mir ein Spiel gegönnt, das ist Firewatch. Ich bin ja sowieso so ein Fan von so Firewatch-Spielen oder so Firewatch im Nationalpark irgendwas. Und das ist ein sehr atmosphärisches Spiel. Es ist kein Horror-Game. Es soll auch nicht so wahnsinnig schwer sein, das zu spielen. Und das würde sich vielleicht als... So, Subway ist weg. Das würde sich vielleicht als Livestream eignen. Für so einen Nachtstream vielleicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben. Ich werde aber da noch eine Umfrage machen. Ob ihr Firewatch als Livestream sehen wollt. Ob ich das mal als Livestream so durchspielen soll. So als Nightstream, so am Wochenende oder so, irgendwie, oder ist demnächst ein besonderer Feiertag, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das mal spielen könnte oder mal machen könnte, so als auch entspannt, und dann, ja, keine Ahnung, hier auf YouTube oder auf Twitch, ich habe ja einen Twitch-Kanal, das habe ich da noch nie was gemacht, ja, mal gucken, ihr könnt mir es ja mal schreiben, ich mache auch mal eine Umfrage, Firewatch, Livestream und natürlich Ghost of the Tale will ich dann auch wieder weiterspielen. Der Mausbarte. So, es hat gut angefangen, aber ich glaube, stark nachgelassen. Ja. Peng. Nix war's. Satz mit X war wohl nix und wir müssen uns hier wieder die Gewinner angucken. Ja, tolle Dance Moves. Ja, coole Brille. Ja, super. Naja, es soll euch gegönnt sein. Wenn ihr im Team, wenn es das Team Familie ist, ja, wie gesagt, Festtage mit der Familie oder wenn es sein muss mit Freunden, alleine, ich weiß nicht. Alleine mag ich das nicht so. Höchstens mitten in der Nacht, wenn man dann sagt, so nochmal so ein bisschen aufentspannt, vielleicht einen Film guckt oder keine Ahnung, entspannt irgendwie. Eine heiße Schokolade und ein gutes Buch oder so. Das muss ja auch mal sein. Und das ist etwas, was zu Weihnachten meiner Meinung nach dazugehört. So, das war's für dieses Video. Nee. Ach nee, nee. Einen machen wir noch. Einen machen wir noch. Dann ist es voll. Es läuft jetzt trotzdem noch ein bisschen weiter. Also, oh oh. Ja, jetzt hat man schon gedacht, Hey, jetzt hat man schon gedacht, der Kip hört hier auf. Nee, er hört noch nicht auf. Einer geht noch. Es muss doch noch ein Sieg drin sein. Und da steht einer nur rum. Oh je, ich ahne Schlimmes. Disconnected und hört jetzt gleich das Spiel auf. Oder doch nicht disconnected und der steht hier nur rum. Und wir verlieren dann deswegen.
Manchmal mache ich den Highhammer auch einfach so ins Blaue rein oder hier ins Orangene rein. So auf gut Glück. Eins muss man nämlich dazu sagen, bei dieser Ulti-Waffe, beim Highhammer, der färbt richtig krass ein, wenn man richtig Platz hat. Wenn man richtig Platz hat und nicht so wie ich meistens an eine Wand oder in die Ecke reinrast damit. Also es ist nicht nur zum Wegsplatten von Gegnern. Wo ist denn der jetzt hergekommen? Was war das jetzt? Ein Parryclex-Doppler. Was war denn das für ein Schlag? Du meine Fresse. Sondern auch um eine große Fläche abzuklecksen. Abzusplätten. Und das ist so... Boah, toll. Der hat um die Ecke auf mich gewartet. Der Mario. Ist übrigens auch sowas, was so... Boah, ist es eine Marotte? Ich weiß gar nicht, ob man das Marotte nennt. Von mir. Dass wenn kurz bevor das Spiel vorbei ist und ich sehe, die Ulti-Waffe ist aufgeladen, dann feuere ich die auf jeden Fall immer ab. Weil... So, und zum zweiten... Boah, mein... Highhammer. Verhindert. Wieder im selben. Um einfach diese Ulti-Waffe nicht zu verschwenden, in Anführungszeichen. Und wenn ich springe und habe als Sekundärwaffe so... was war das? Woodbagger. Und habe als Sekundärwaffe jetzt eine Klecksbombe oder sowas. Und ich sehe, okay, ich sehe keinen Ausweg mehr. Ich werde anscheinend gleich weggesplattet. Dann versuche ich zumindest immer noch, die Sekundärwaffe irgendwie loszuwerden. So, entweder um denjenigen, der mich wegsplattet, vielleicht doch noch zu erwischen. Oder dann noch irgendwie, und wenn es nur eine kleine Handvoll Fährpunkte sind, die noch irgendwie abzusahnen. So, letzte Minute läuft. Und es sieht, ich weiß gar nicht, es sieht sehr durchwachsen aus. Ich habe gerade keinen Überblick, wie viele Punkte... ich sehe bloß, ich werde ständig hier weggesplattet. Kontraplaster. Oh, das sind diese... Oh, und auch noch von Naruto. Ach, Naruto. Ich habe noch nie Naruto geguckt. Noch nie. Ich weiß, wie der aussieht. Ich glaube, ich weiß auch, was der macht. Ist das Ninja oder was? keine Ahnung. Aber ich habe noch nie Naruto geguckt. Also, ich weiß gar nicht, um was es bei Naruto wirklich geht. das ist... Ja! Ja! Das hat jetzt gar nicht mehr ausgesehen nach einem Sieg. Yes. Cool. Das ist jetzt eine Überraschung. Yeah. Aber nichtsdestotrotz, ich gehe auf die Animagic und habe von den meisten aktuellen Mangas und Animes kaum eine Ahnung. Ja. Werde dort in meinem Splatoon Inkling Outfit dann auftreten. Da dürft ihr gespannt sein. Da mache ich dann... Ja, da werde ich auf jeden Fall Videos davon machen. So, wenn ich da dann dort bin. So, das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sehen uns im nächsten Splatoon wieder. Bleibt neugierig und Kipp Supernova over and out.